Aber so roh, muss ich ehrlich sagen, schmecken die beschissen. Also die haben so einen Nachgeschmack, mag ich überhaupt nicht. Müsste eine lustige Steinigung werden. Ja. Wenn ihr das Permakulturprojekt unterstützen möchtet, dann könnt ihr es unter anderem im Spreadshirt-Shop machen. Da könnt ihr unter den folgenden Logos aussuchen, was ihr denn auf euren T-Shirts, Pullovern, Schürzen, Cappies und alles Mögliche haben möchtet. Da könnt ihr mal gerne ein bisschen reinschauen. Weitere Möglichkeiten sind jetzt zum Beispiel, wenn ihr Hilfe braucht. Ich gebe auch gerne Webinare in Sachen Permakultur, schleimfreier Heilkost oder zum analogen Feld. Und natürlich auch Tai Chi, wer da ein bisschen in die Richtung auch gehen möchte, Qigong, ein bisschen mehr den Körper fühlen, da könnt ihr mich auch gerne anschreiben. Da habe ich jetzt auch schon einige Erfahrungen sammeln dürfen. Und zum Abschluss natürlich, wenn ihr einen eigenen Garten habt, dann darf natürlich auch nicht samenfestes Saatgut bei euch im Garten fehlen. Hier habe ich unzählige Tomaten, Gurken, Melonen. Alles Mögliche, was ich so bei mir jetzt die letzten Jahre angebaut habe, ist alles samenfest und freut sich darauf bei euch im Garten. Jetzt habt ihr mal einen Einblick, wie ich meinen Bokashi fülle, beziehungsweise mit was. Also das ist jetzt zum Beispiel ein Apfel, ist ein Bosskopf, ein sehr schöner Winterapfel, Paprika, Gurkenschalen, Kakis, auch ein paar Mandarinen sind hier mit dabei, also Orangen tue ich da auch mit rein. Wenn die durch den Bokashi fermentiert werden, dann sind die überhaupt kein Problem für die Regenwürmer. Das geht dann auch ruckzuck weg. Da kommt noch ein bisschen Fleisch auch mal mit dazu von meinen Eltern, Knochen oder auch gekochtes, wenn irgendwas übrig bleibt. Und der ist jetzt einigermaßen voll. Ich werde jetzt da auch ein bisschen Pflanzenkohle mit dazugeben. Wieder noch später ein bisschen mehr reinfüllen. Die Pflanzenkohle habe ich bei mir auch selber gemacht. Werde ich euch auch oben in der Videobeschreibung verlinken. Und den Bokashi-Eimer, könnt ihr jetzt auch mal so sehen, Insektenknödel habe ich von meinen Nachbarn bekommen, ungefähr 10 Kilo, ist jetzt auch keine Werbung für Dena. Ich weise diese Unterstellungen zurück, Unterstellungen sind ein journalistischer Trick, diese dürften in der freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht vorkommen. Den Eimer möchte ich euch einfach zeigen, weil die halt luftdicht verschließbar sind und da auch eine jede Menge reinpassen und ich habe von denen 10 bis 15 und sowas lohnt sich halt einfach da effektiv einen eigenen Bokashi für den Garten herzustellen. In dem Hochbeet könnt ihr rote Beete sehen, die habe ich damals im September reingesteckt. Die Knollen sind jetzt noch recht klein, ist auch ein bisschen Vogelmiere mit dabei, lasse ich auch wachsen. Die überwintern jetzt gerade ziemlich gut, werde ich jetzt auch noch mal, glaube bis März, April einfach noch stehen lassen. Dann werden noch einige in die Blüte gehen, damit ich mir noch Samen nehmen kann. Aber ich möchte einfach, dass die Knollen noch mal ein bisschen größer werden, damit ich auch von denen noch etwas habe. Die Blätter kann man theoretisch auch noch mit dazu, zu einem Salat oder einem Smoothie oder mit dazu tun oder auch entsaften. Eine Aufgabe für mich im Winter ist jetzt auch zum Beispiel regelmäßig die Regentonnen zu leeren mit der Pumpe. Kann man jetzt vielleicht hier ein bisschen sehen. Und die füllen sich ja regelmäßig, weil es die ganze Zeit schneit oder auch ziemlich stark regnet. Und ich möchte halt einfach damit den Tunnel bzw. mein Mulchmaterial etwas feuchter halten, damit die Regenwürmer, die ich da auch schon ziemlich viel entdeckt habe, einfach den Boden bzw. das Mulchmaterial zersetzen, damit sich da mehr Humus aufbaut. Und natürlich kommt ja da kein Regen oder irgendwie Schnee hin. Das heißt, der Boden, der kann da ziemlich schnell austrocknen, vor allem wenn da Pflanzen noch drin wachsen. Und ich möchte einfach über den Winter das alles schön feucht halten, dass ich dann im Frühjahr zum Beispiel die Tomaten wieder reinsetzen kann, damit die mal einen optimalen Start haben und ich dann nicht wegen Wassermangel dann die nicht gießen kann, dann wächst alles da nicht. Dann hier vorne bei den Bäumen, die ich jetzt auch ein bisschen abgedeckt habe, weil es dann doch heute wieder minus 8 Grad haben wird. Ich will mich da noch mal ein bisschen drum kümmern, ist ein bisschen sporadisch, aber bis jetzt funktioniert es ziemlich gut. Hier unterhalb der Bäume wächst noch im Januar Petersilie, kann man auch mal ein bisschen stückweise abernten von den Kräutern. Das ist eine krause Petersilie, hier ist die glatte Petersilie. Die wachsen hier alles so in einem Kübel heran. Hier noch, das sind wilde weiße Erdbeeren, die von jemandem bekommen haben, die geht es hier auch ziemlich gut. Hier vorne noch Chinakohl, hat auch überwintert an der Wand. Der machte sich ein bisschen besser als da im Freiland.
Und da hinten ist nochmal ein bisschen Grünkohl und hier auch nochmal Kohlrabi. Eine kleine Unterbrechung für eine kurze Mitteilung, und zwar habe ich zwei neue Kurse veröffentlicht, eine 42-Tage-Challenge für die Grundlage in die Permakultur und eine 22-Tage-Challenge für die Grundlagen in die schleimfreie Heilkost, vegane Rohkost und dem Fasten. Beide Kurse findet ihr unten in der Videobeschreibung. Die Mörtelkübel sind natürlich auch für den Winter bepflanzt. Hier könnt ihr ein bisschen Feldsalat sehen. Den habe ich im Oktober auch mit ausgesät. Ist ein bisschen spät, deswegen dauert es jetzt noch mit der Ernte. Ich denke mal, so im Februar, März dürfte dann die Rosetten groß genug sein, dass man die einmal abernten kann. Hier ist er gerade mal erst aufgekeimt. Den habe ich noch später ausgesät als den hier. Neben Feldsalat habe ich auch noch im Kübel hier vorne Potulak. Hier ist mir ein kleines Fauxpas passiert. Okay, es ist jetzt nicht meine Schuld, aber da waren die Vögel. Die haben sich da ein bisschen ausgetobt und haben hier rumgewühlt. Soll es ihnen auch vergönnt sein. Scheiße, leck mir was! Das zu machen, die schönen Blaumeisen. Jedenfalls geht hier jetzt Winterpotulak auf. Oder ist aufgegangen, der wächst jetzt auch heran. Dauert genauso wie beim Feldsalat auch noch ein bisschen. So um März rum, denke ich mal, kann man dann hier auch mal ein bisschen ernten. Hier vorne auch Petersilie, die glatte, ist noch mal ein bisschen größer, kann man auch regelmäßig ernten. Den werde ich dann wahrscheinlich in die Blüte gehen lassen, damit die Bienen dann später auch was haben im Frühjahr. Hier vorne ein kleiner Test von mir, die beiden Rosenkohl waren ziemlich geschädigt vom Kohlweißling im Frühjahr, deswegen sind sie noch ziemlich klein. Aber hier habe ich noch einen Endiviensalat, zwei Stück. Die haben jetzt die Kälte auch bei minus 9 Grad ziemlich gut überstanden. Ich denke mal, was dann doch hier ein bisschen geschützter ist, etwas näher zur Hauswand und der Tunnel auch hier noch so steht. Das heißt, dass dann hier nicht so die kalte Luft durchkommt, aber ziemlich robust, kann ich dann schon sagen. Hier jetzt noch ein bisschen weitere krause Petersilie und ich glaube sogar, nee, alles krause Petersilie. Hier kleiner Grünkohl, der war auch ziemlich geschädigt vom Kohlweißling. Und hier habe ich jetzt eine Reihe Zwiebeln gesteckt. Die kommen jetzt hier auch langsam mit raus, aber hier habe ich eigentlich die ganze Reihe hier durch bei der Traube. Einfach alles ein bisschen mit Zwiebeln reingesteckt. Schon mal ein gutes Zeichen, dass die alle rausgekommen sind. Hier auch noch mal eine krause Petersilie hier unten an den Kübeln. Werde ich auch so wachsen lassen. Hier in dem Beet habe ich jetzt nichts. Da habe ich mal wieder Bokashi und Laub und alles eingearbeitet, damit sich der Boden wieder ein bisschen verbessert. Den ganzen Kübelchen. Und mal jetzt den ganzen Winter eigentlich durch, dass ich da meinen Bokashi mit reinwerfe, dass ich da Laub mit reinwerfe, damit die Regenwürmer da wieder Leben mit reinbringen, Bakterien, das alles zu setzen, damit sich halt immer weiter Humus aufbaut. Dann im Folientunnel werde ich es euch auch zeigen, dann mache ich genau die gleiche Prozedur, dürft ihr dann auch gleich sehen. So, jetzt sind wir hier am Eingang vom Folientunnel. Die Grabgabel ist quasi ein Türstopper, damit die Tür nicht so weit aufreißt, wenn der Wind geht, damit das alles hier schön geschlossen bleibt und die Wärme etwas drin bleibt. Hier könnt ihr jetzt auch noch ein bisschen Grünkohl sehen, den ich immer schrittweise abernte. Bei der ist ein größerer Rosenkohl, wo ich die Rosetten die ganze Zeit abernten durfte. Hier auch nochmal da hinten Chinakohl. Zwei Stück, die lasse ich jetzt auch wahrscheinlich einfach wachsen und ausblühen. So eine Art Gründünger. Sind jetzt auch nicht richtig groß geworden. Hier beiden Kübeln auch etwas bepflanzt. Die haben zu viel Wasser da abbekommen. Kann man auch da hinten sehen. Ich müsste mal ein paar Löcher damit drehen, aber mein Vater wollte am Anfang nicht da Löcher reinmachen, weil er die halt alles auch Wassergefäße da erachtet hat, wo ich die unten im Folientunnel hatte. Und wer nicht hören will, muss fühlen. Da sind die ganzen Löcher drin, muss halt dann selber wissen. Ich werde dann später nochmal Löcher rein machen, weil auf mich hört er am Anfang halt nicht so gerne, wenn ich ihm halt etwas sage. Hier zum Beispiel der Feldsalat. Auch nochmal schön neu ausgesät. Hier in die Ecke habe ich jetzt zum Beispiel meinen Bokashi eingearbeitet. Hier kann man ein bisschen was sehen. Hier habe ich ein bisschen Laub drauf gemacht. Hier sind schon ein paar Regenwürmer zu erkennen.
beziehungsweise da unten drin sind jetzt die Regenwürmer, hier oben drauf jetzt weniger. Aber die setzen das schon mal ziemlich gut um mit dem Laub. Hier der Barque Wintersalat im Tunnel, kleine Salatchen für den März dann, wenn die etwas größer wachsen dürfen. Haben wir jetzt auch die Kälte ziemlich gut überstanden. Und hier im Folientunnel halt ganz klassisch halt immer wieder mal gießen, um das Laubmaterial und die Erde feucht zu halten und immer mal wieder sporadisch da Bokashi einarbeiten. Also hier habe ich da die Reihe neben dem Brett Bokashi eingearbeitet, genauso wie da hinten mit Pflanzenkohle und alles mögliche, damit der Boden sich hier ein bisschen aufbessert. Hier auf der anderen Seite genau das gleiche, auch Barque Wintersalat. Kälte auch ziemlich gut überstanden und dann da die ganze Reihe weiter, das ist Spinat und Feldsalat, den ich dann auch später beernten kann, also wahrscheinlich dann so im Frühjahr, wenn die richtig groß sind, kommt halt je nach Witterung an. Und hier in die Ecke, da habe ich dann auch schon weitere Zwiebeln im November reingesteckt, die kommen jetzt auch schon langsam heraus. In der Ecke ist es sowieso ein bisschen schwierig, im Folientunnel was anzubauen, weil die Luft da meistens steht. Deswegen wollte ich dann hier Zwiebeln reinsetzen, weil die nicht so schimmelanfällig sind. Sind ja sowieso antifungal, aufgrund von dem Allicin, was sie drin haben. Also der Stopp, warum Zwiebeln so scharf sind zum Beispiel. Aus dem Grund sind die antifungal. Hier können wir nochmal weiter die ganze Reihe sehen. Muss ich auch mal ein bisschen schauen, weil hier ganz schön viel ist, weil da auch Beikraut mit rauskommt und verdeckt mir einiges am Feldsalat, dass ich dann da mal ein bisschen mit rausrupfe, weil der Feldsalat ziemlich gut wachsen kann. Wenn wir dann hier weitergehen, schon ganz einiges am Feldsalat. Hier nochmal Endivien-Salate, die ich reingesetzt habe im, ich glaube, das war Oktober oder November. Überwintert hier auch ziemlich gut. Ein paar größere Stückchen, lasse ich jetzt auch noch mal ein bisschen wachsen. Da hat es einen sogar ein bisschen kräftiger erwischt. Oder es ist auch nur Beikraut, was daraus wächst. Dann geht es eher Beikraut. Aber hier habe ich auch noch mal überall mit Wintersalate mit rausgesetzt. Hier die Mumien von den Paprikas. Lasse ich auch einfach stehen, damit die Regenwürmer unten, wo die Wurzeln gewachsen sind, das alles auflockern können. Und da ich einfach nicht umgraben möchte, lasse ich das einfach wachsen. Hier auch nochmal ein Spitzkohl. Spitzkohl oder Weißkohl, da haben sich die Kohlweißlinge, da habe ich einfach stehen lassen als Opfer sozusagen, haben die sich da ein bisschen begnügt, damit der auch leben darf. Ist ja ein Tier der Natur, gehört hier auch mit dazu. Hier in die Ecken sind noch ein bisschen Mangold, die werde ich dann im Frühjahr auch mit raus tun, weil ich da was anderes vorhabe auszupflanzen. Aber sonst ist es jetzt hier so diese Hauptaufgabe, eigentlich hier im Tunnel den Boden konsequent aufzubereiten und feucht zu halten, damit ich dann nächstes Jahr hier weiterhin wieder Tomaten, Gurken, Paprika, Chilis, Auberginen und die Melonen in der Hauptsaison anbauen kann. Ich glaube, jetzt im Frühjahr werde ich noch so ein paar Vorkulturen machen, wie Salat vorziehen und ähnliche Sachen, die halt recht schnell gehen, oder Kohlrabi. Weil wenn dann die Hauptpflanzen reinkommen, dann soll es dann hier schon mal, ja, soll der Platz halt hier vorhanden sein. Und ich möchte halt nicht unnötig mit irgendwas anderes blockieren. Im Hochbeet Nummer 1 wächst der Feldsalat auch ziemlich unregelmäßig. Also hier haben wir uns schon ein bisschen größere Rosetten, ein paar kleinere, manche gehen da auch erst auf, also ziemlich kunterbunt. Mal schauen, wie sich der jetzt noch entwickelt, dass ich vielleicht auch die hinteren Seiten da auch noch mal ein bisschen mehr Feldsalat rauswachsen, damit sich einfach der Platz in dem Zusammenhang auch lohnt. Hier unten an den Hochbeeten auch wieder Grünkohl, Rosenkohl, der ja auch nicht so richtig groß ist. Da ein Chinakohl, den ich in die Blüte gehen lasse. Obwohl gar keiner da ist zum Bestäuben, auch nochmal ein kleiner Grünkohl. Hier ist jetzt auch nochmal ein bisschen mehr Feldsalat, auch Pflücksalate, die wild aufgehen. Die sind
Samen einfach rumgeflogen, hier auch. Haben jetzt auch die Kälte ziemlich gut überstanden, dass sie auch einfach auswachsen und beernte die. Wenn mir Mutter Natur das schenkt, dann nehme ich das auch gerne an. Die Salate, ich lasse halt immer gerne welche ausblühen und dann passiert das halt einfach, dass dann die rumfliegen und landen sie halt irgendwann im Hochbeet oder im Kompost, den ich da auch mit eingearbeitet habe. Wenn dann hier die Melonen reinkommen, werde ich sowieso dann noch ein bisschen die Erde mit auffüllen. Könnt ihr jetzt auch schon sehen, wie viel das abgesackt ist. Und dann kommt da auch noch mal einiges mit rein. Im dritten Hochbeet hier, da keimt es langsam. Da hat es auch ziemlich lang gedauert, bis da, ich glaube, Portulak oder Spinat aufgekeimt ist. Hier hinten hat sich auch der Kohlweißling an den Grünkohl bedient. Da habe ich mich auch ein bisschen auch bedient mit dem Abernten. Hier auch unterhalb der Hochbeete Grünkohl. Hier auch nochmal ein Spitzkohl, der auch ziemlich lange gebraucht hat zum Wachsen. Hier auch nochmal Chinakohl, der ziemlich gut überwintert hat. Der geht jetzt auch schon langsam in die Blüte, den lasse ich jetzt auch einfach wachsen als Gründünger. Hier genau das gleiche, auch Feldsalat ausgesät, braucht aber noch ein bisschen. Es ist auch jetzt gerade erst aufgekeimt. Und hier genauso die Reihe Grünkohl, Rosenkohl bis hier hinter zum Gewächshaus. Alles Winterpflanzen, die man jetzt auch ziemlich gut beernten kann. Und hier drüben genau das gleiche, Grünkohl und Chinakohl. Also wenn man es richtig macht, kann man sich im Winter theoretisch schon ziemlich gut selbst versorgen. Mit Rosenkohl, mit Grünkohl, mit der Petersilie, die ihr gesehen habt. Salate sind auch ein bisschen winterbeständiger. Dann, wie gesagt, wenn ein Gewächshaus oder Folien hat, sowieso. Grünkohl geht auch noch. Also es ist ja noch einiges möglich. Pastinaken kann man jetzt auch noch ernten. Rote Beete können überwintern, Karotten überwintern auch zum Teil. Also es gibt da sehr viele Möglichkeiten an der Ernte. Topinambur ist auch eine schöne Knollenpflanze. Hier, was ich jetzt gemacht habe, ist, weil ich mich um meinen Komposthaufen da hinten noch gekümmert habe oder den neu aufgebaut habe, weil ich da Reste bekomme, da gehen wir auch gleich hin, war es halt hier erstmal frei und es war ziemlich matschig, weil es halt auch geregnet hat und ich habe da einfach alles platt getreten und es war einfach nur matschig und das gefällt mir einfach nicht. Gefällt es euch nicht? Weil da einfach die Schuhe und alles mögliche dreckig sind und der Boden noch nicht recht schön ist. Und wenn es dann im Sommer dann trocken wird, dann ist da einfach alles pur trocken. Wenn es dann regnet, dann sickert das ganze Wasser nicht ein. Deshalb habe ich jetzt hier Holzhackschnitzel hingeworfen, also Holzhack. Damit man hier einfach schön langlaufen kann, muss man zwar jedes Jahr wieder ein bisschen auffüllen, weil es ja auch weiter verrottet. Aber so bleiben, dann hat man nicht so einen elendigen Barz hier. Werde ich dann nochmal von meinem Kumpel Reinhard, der hat noch ein paar Holzhäckselstücke bei sich, die hole ich mir dann, weil ich habe jetzt hier von meinem Nachbarn, der hat Wachteln, ich habe jetzt hier den Wachtelmist einfach rausgelegt, weil Geflügelmist ziemlich scharf ist und deswegen wollte ich es jetzt nicht direkt in die Beete werfen, weil mich das in den Wegen sowieso stört, dass da irgendwie immer Gras rumwächst oder sonstiges Beikraut und das an die Beete reingeht. Dachte mir, werfe ich jetzt hier einfach Wachtelmist hin, beziehungsweise mein Vater wollte das auch so. Und auf dem Wachtelmist werde ich dann nochmal zusätzlich Holzhack draufwerfen, damit es hier einfach ziemlich gut verkompostiert. Sich vielleicht auch an den Wegen ein paar Pilze ansehen und dann rüberspringen in das Beet zum Beispiel oder auch in dem Beet und hier die Pflanzen dann nochmal zusätzlich profitieren, wenn sich hier Humus aufbaut, wenn sich hier Pilze ansehen und Würmer, dass es einfach alles mit über die Beete dann auch mit drin rüber geht, auch wenn ich jetzt hier lang laufe. Aber wenn die Schicht da ziemlich groß ist, dann sollte es hier auch kein Problem sein. Hier auch Feldsalat, ein bisschen Salat immer zwischendurch mit aufgeht, der rote zum Beispiel. Aber auch hier ein Beikraut muss ich auch mich ein bisschen kümmern, damit der Feldsalat ein bisschen durchkommt, dauert auch nicht mehr lange. Die dicke Bohne, die ist wild hier aufgegangen. Und hier, es hat sich zum Beispiel eine Katze sich bequem gemacht, die ganzen Fußspuren. Okay. Kann ich jetzt auch nicht ändern. Geht hier auch überall Feldsalat drauf. Da, wo sie lang gelaufen ist, da geht jetzt etwas weniger auf. Aber ich habe mich noch ein paar Knoblauchzehen stecken gelassen. Da kann man zum Beispiel das Grün einfach abernten. Und das irgendwie als Würzung für einen Salat zum Beispiel nutzen oder in Suppen, weil die Knollen ziemlich eng beieinander sind. Da habe ich auch noch eine Zehe vergessen. Hier geht auch einfach alles über einen Knoblauch mit raus. Nämlich gerne habe ich jetzt nicht unbedingt direkt gesteckt. Da waren ja vorhin die Gurken mit drinnen.
hier meine Komposterde, die ich dann mit Sand mischen werde für die Voranzucht. Da gehen wir dann später auch nochmal runter. Dann zeige ich euch ein kleines Update von den Pflanzen her. Hier Komposthaufen schon mal angelegt, weil ich sehr viel Walnusslaub habe, habe ich das unten reingeworfen. Mit ganz bisschen Mist und Gras, die ich von jemandem bekommen habe, habe ich die ganzen Kompost hier aufgeschichtet. Hier genauso. Also die ganze Reihe eigentlich durch. Hier ein Komposthaufen, da ein Komposthaufen, noch einer und noch einer, weil ich halt wieder einen Kürbis anbauen möchte, also den GT Okonosim, der mehr als 58 Jahre Kürbissorte von den Ureinwohnern aus Wisconsin. Der ist orange, den findet ihr auch auf meiner Saatgutliste, wenn ihr Interesse habt. Das ist ein richtig ertragreicher Kürbis und ein schöner Winterkürbis. Und dann habe ich noch so einen ähnlichen Kürbis, der aber grün ist, den möchte ich dieses Jahr auch versuchen anzubauen. Deswegen habe ich jetzt hier die ganzen Komposte aufgebaut, weil ich dann hier gerne wieder den Kürbis mit anbauen möchte, weil die Komposte ziemlich viel Wärme produzieren und ja, Misthaufen oder ein Komposthaufen, das lieben einfach Kürbisse, da wachsen die eigentlich wie wild. Im Gewächshaus ist eigentlich so ziemlich das gleiche Spiel wie im Folientunnel, auch wieder alles feucht halten und Bokashi mit einarbeiten. Die Fläche ist halt etwas kleiner, von dem her ist hier nicht so viel der Aufwand. Hier habe ich noch meine Stecklinge von den Trauben. Einfach, dass die jetzt nicht, wenn ich die im Haus reinstelle, dann treiben die jetzt schon zu früh aus. Und so früh möchte ich die nicht, dass sie austreiben, sondern eher im Frühjahr, damit ich sie vielleicht zum Beispiel an euch weitergeben kann. Und deswegen habe ich die jetzt hier im Gewächshaus. Hier ist jetzt nicht so viel, kommt eigentlich fast gar kein Frost rein. Da sollten die noch im Wasser hier aktiv sein. Genauso wie die Goji-Bären, die haben es schon mal anscheinend ein bisschen zu warm. Die treiben jetzt hier schon langsam aus, haben aber noch keine Wurzeln, wie ich sehe. Von dem her passt es noch. Mal schauen. Und wenn ich dann auch hinten in die Ecke gehe, da habe ich noch mal ein paar Versuche. Also hier noch einen kleinen Salat. Hier sind wir jetzt beim Erdbeerbeet. Kann man auch schon ein bisschen sehen, dass der Knoblauch mit austreibt, den ich gesteckt habe. Hier genauso. Hier geht überall geht noch Bulbillen raus. Also das sind die Knoblauchsamen, die ich einfach reingeworfen habe. Irgendwann mal kommen jetzt auch hier langsam raus. Die habe ich jetzt reingesteckt, den Knoblauch. Also immer zwischen den Knoblauch, also zwischen den Erdbeerreihen habe ich den Knoblauch reingesteckt in die Reihen und kommt jetzt hier auch langsam raus. Manche kommen hier auch wild auf, wenn die so in den Erdbeeren mit drin sind. Da hinten auch noch ein bisschen Zwiebeln, die ich stecken gelassen habe oder vergessen habe. Und dann geht auch nochmal hier eine kleine Reihe Knoblauch zwischen drin mit auf. Und das ist halt für mich eine ziemlich gute Mischkultur, Erdbeeren und Knoblauch. So, jetzt noch mal ganz kurz hier an der Nordseite vom Haus. Da habe ich noch die Goji-Bären, zwei Stück, die sind jetzt auch schon 4 Jahre alt. Haben auch schon dieses Jahr die ersten Früchte getragen. Hier, die habe ich jetzt einfach hängen lassen. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, also die schmecken fürchterlich. Blasphemie! Ich höre nie wieder auf die Leute im Internet, die sagen, ja, Goji-Bären, Superfood und alles Mögliche sind super. Getrocknet schmecken die vielleicht einigermaßen gut, habe ich ja gemacht. Aber so roh, muss ich ehrlich sagen, schmecken die beschissen. Also die haben so einen Nachgeschmack, mag ich überhaupt nicht. Müsste eine lustige Steinigung werden. Ja. Also jetzt aus meiner persönlichen Sicht. Allerdings wuchern die ziemlich stark. Hab da schon einiges rausgeschnitten an Stecklinge. Und die Stecklinge, die wurzeln auch immer ziemlich gut heran. Also die kann man ziemlich leicht vermehren. Also muss man schon aufpassen, wohin man die pflanzt, weil es halt auch zum Teil ein Stickstofffixierer ist, die Goji-Beere. Also das heißt, die ist ziemlich wuchsfreudig auch, bereichert natürlich auch dementsprechend den Boden. Und ja, die kann man jetzt zum Beispiel so in einem Spalier anbauen, wie ich das jetzt gemacht habe. Die könnte man auch etwas größer wachsen lassen, dann ist es so eine Art Busch. Habe ich auch schon schöne Bilder davon gesehen. Also man kann sich damit ein bisschen ausleben und vielleicht auch eine schöne Hecke aus den Goji-Bären draus machen. Dann hat man zum Beispiel eine essbare Hecke. Und so wuchsfreudig ist die. Also die habe ich jetzt zum Beispiel ausgelichtet. Hier vorne könnt ihr jetzt auch eine Artischocke sehen. Die habe ich jetzt einfach hier reingesetzt. Dachte eigentlich nicht, dass sie das überlebt bzw. überwintert. Aber die tut sich hier ziemlich gut. Und ich denke, dass sie dann im Winter ziemlich gut überstehen wird, ohne dass ich da irgendwas jetzt gemacht habe an Schutzmaßnahmen für sie. Jetzt machen wir einen kleinen Abstecher bei mir in die Voranzucht. Die LED-Leuchter, die leuchten auch. Bzw. auch die komische Leuchte da. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die heißt. Aber die sind jetzt auch gerade
daran zu arbeiten, weil es doch die ersten Paprika, Chilis und Auberginen aufgekeimt sind. Ganz kleine Pflänzchen da drüben auch. Jetzt ungefähr nach einer Woche sind jetzt die wenigen rausgekommen. Das sind auch ganz schön zarte Pflänzchen. Finde ich sehr schön. Hier unten hat es jetzt ungefähr so 19 bis 20 Grad. Könnte ein bisschen kühler sein, aber ich weiß jetzt sonst nicht, wo ich die mit dem ganzen Stromanschluss und den ganzen Geräten aufbauen könnte. Deswegen lasse ich die jetzt einfach hier stehen. Genauso wie hier kommen auch schon langsam die ersten Saaten raus. Das ist jetzt zum Beispiel ein kleines Experiment von mir. Man kann ja Pflanzen wachsen lassen. Das ist jetzt ein Staudensellerie, den ich so entsaftet habe. War eine größere Pflanze und ich habe einfach den Rumpf bzw. den Boden einfach dagelassen, habe den ins Wasser eingelegt bzw. jetzt dann, wo er die Wurzeln gebildet hat, in die Erde, damit der dann weiter austreiben kann. Also das sind jetzt hier die einfach die Paprika, Chilis und Auberginen in speziellen LED-Lichter, damit die keinen Geilwuchs bekommen. Die LED-Lichter, die ich jetzt mir hier besorgt habe, sind jetzt keine teure. Wenn ihr da Interesse habt, die verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung, könnt ihr euch die anschauen. Und hier habe ich jetzt noch meine Voranzucht mit Süßkartoffeln, die Stecklinge, Goji-Beeren, Stecklinge sind das, ist das hier jetzt. Ein paar Avocado-Experiment von mir. Die habe ich in Wasser eingelegt, die haben jetzt auch Wurzeln geschlagen, mache ich auch immer sehr gerne. Und hier jetzt auch nochmal Ingwer und Kurkuma habe ich auch hier überall mit drin. Also hier nochmal Ingwer, hier vorne. Also das sind jetzt die Kurkuma-Knollen, die ich jetzt auch austreiben lasse. Die habe ich auch alle in Wasser eingelegt. Verlinke ich euch auch oben in der Videobeschreibung. Habe ich jetzt kürzlich erst davon ein Video gemacht. Das ist jetzt nicht der ganze Ingwer und der Kurkuma. Die anderen sind jetzt zum Beispiel beim Wohnzimmer bei meinem Vater. Aber den möchte ich jetzt nicht unbedingt stören mit einer Videokamera. Der mag es nicht, wenn man ihn zum Beispiel filmt. Und genau, also das ist jetzt so viel. Dazu ist bei mir die kleine Voranzucht. Mal schauen, wann ich die jetzt umtopfen werde, wird jetzt auch noch ein bisschen sich hinziehen. Und sonst gehe ich jetzt noch mal schnell ins Dachgeschoss mit euch, denn da habe ich auch noch mal was mit der Voranzucht für euch. So, jetzt bin ich hier oben im Dachboden. Kleiner Blick aus dem Fenster, kann man das Gewächshaus und die Beete ein bisschen sehen. Und hier ist es etwas kühler, so an die 15 Grad über den Tag hinweg. Und hier habe ich jetzt ein paar Wintersalate stehen, weil jetzt im Gewächshaus war es ein bisschen zu kühl und ich möchte, dass sie ein bisschen aufkeimen können. Hier ist auch noch mal ein bisschen Salat. Schau halt immer, dass die Erde schön feucht bleibt. Und hier habe ich jetzt noch mal weiteren Salat. Ich glaube, einer von denen ist sogar der Barbecue-Wintersalat. Und hier habe ich jetzt einfach schon mal einen Blumenkohl, den White Snowball, die Sorte, die habe ich auch schon ausgesät, einfach, dass sie dann schon früh in der Saison dann einen Blumenkohl dann mit auf die Beete reinsetzt. Da haben sogar schon ein paar kleine Pflänzchen aufgekeimt. Wieder einmal ein kleines Update für euch, wie es jetzt momentan Mitte Januar bei mir in der Voranzucht läuft. Im letzten Voranzuchtsvideo von mir habe ich auch noch erzählt, warum ich mit der Anzucht jetzt schon anfangen. Könnt ihr euch auch mal ruhig anschauen, bevor da dann irgendwelche Kommentare diesbezüglich kommen. Habe ich dann schon in mehreren Videos auch ausführlich erklärt, warum ich das alles so mache. Und sonst vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Gerne könnt ihr den Kanal auch kostenlos abonnieren und nicht dabei vergessen, auf die Glocke zu drücken. Da werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr den Kanal Freunden, Bekannten und Familien empfehlt. Und natürlich ist es auch erwünscht und auch gern gesehen, wenn ihr dieses Video zum Beispiel in Social Media Plattformen einfach teilt und verbreitet. Natürlich gerne auch unten in die Kommentare was schreiben. Seid ihr gerade an der Voranzucht? Wie schaut das bei euch jetzt momentan aus? Wenn ihr in der Voranzucht seid, was habt ihr schon ausgesät und worauf wartet ihr zum Beispiel mit der Voranzucht? Würde mich auch alles sehr interessieren. Und sonst natürlich hilft das Kommentieren auch, um den YouTube-Algorithmus ein bisschen für meine Videos aufmerksam zu machen zum Beispiel.
freut mich natürlich auch. Und sonst weitere Unterstützungsmöglichkeiten für mich und das Projekt, damit ich weiterhin für zum Beispiel Videos machen kann, findet ihr unten in der Videobeschreibung oder natürlich auch im ersten Kommentar angeheftet. Findet ihr auch alles auf meiner Webseite, Bankverbindungen, PayPal, Patreon und so weiter und so fort. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin, ciao.